Schuppen sind nicht gleich Schuppen. Wenn du unter Schuppen leidest, dann solltest du auf jeden Fall ein paar Background-Informationen haben, damit du diese lästigen Dinge auch endgültig los wirst. Und genau diese Background-Informationen bekommst du heute in diesem Video. Für Betroffene sind Schuppen super lästig, denn Schuppen fallen oftmals auf die Kleidung runter, das sieht alles andere als cool aus und zudem kommt noch hinzu, dass Schuppen nicht alleine kommen, sondern meistens auch noch Juckreiz hinzukommt oder die Kopfhaut juckt einfach extrem und das ist alles andere als schön. Deshalb sollte man auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen, wenn man unter Schuppen leidet, denn Schuppen sind tatsächlich ein Hilferuf deiner Haut. In diesem Zusammenhang ist aber wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Arten von Schuppen gibt. Es gibt nämlich trockene Schuppen und es gibt fettige Schuppen. Trockene Schuppen sind die Schuppen, die meist sehr klein und sehr weiß sind und die rieseln oftmals auf die Kleidung runter und legen sich dann auf der Kleidung ab. Und ein Zeichen für trockene Schuppen ist meistens, dass immer irgendwas mit der Kopfhaut bzw. mit dem Feuchtigkeitshaushalt auf der Kopfhaut nicht stimmt. Und oftmals ist es auch so, dass bei trockenen Schuppen halt Juckreiz und ein Spannungsgefühl auf dem Kopf ebenfalls nochmal hinzukommen. Bei fettigen Schuppen sieht das allerdings anders aus. Fettige Schuppen sind eher etwas größer, plackartig und auch eher gelblich. Und fettige Schuppen fallen weniger aus den Haaren bzw. von der Kopfhaut herunter, sondern bleiben einfach so in der Kopfhaut so ein bisschen kleben. Und das gibt so ölige, gelbliche Rückstände auf der Kopfhaut. In dem heutigen Video geht es um trockene Schuppen, weil das auch wohl die Schuppenart ist, wo die meisten Leute Last mit haben. Und wichtig an dieser Stelle zu wissen ist, dass trockene Schuppen, dass man da nicht noch zusätzlich der Kopfhaut Feuchtigkeit entziehen sollte, denn meistens kommt nämlich beides einher und deshalb ist es wichtig, dass man seine Kopfhaut nicht noch zusätzlich strapaziert oder zusätzlich austrocknet. Wichtig. Also Leute, heute gibt es Tipps gegen trockene Schuppen und der erste Tipp ist direkt Stress vermeiden. Denn Hektik, Stress, Ärger, all das kann zu hormonellen Veränderungen im Körper führen. Und vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn er zum Beispiel eine Prüfung schreibt oder gerade sehr viel Druck oder sehr viel Stress hat, dann zeigt die Haut irgendeine Reaktion. Zum Beispiel, man kriegt vielleicht einen Pickel. Der andere hat zum Beispiel Stress mit Herpes. Der andere hat zum Beispiel Probleme mit seinen Fingernägeln. Ja? Und bei anderen Leuten ist es wiederum die Kopfhaut, die am Ende des Tages austrocknet. Und das führt wiederum zu Schuppen. Weniger Stress tut natürlich nicht nur deiner Kopfhaut gut, sondern natürlich auch dir und deinem Gemüt. Von daher versuch einfach weniger Stress zu haben. Mir hilft es zum Beispiel sehr, wenn ich meine Woche vorab plane. Ich habe einen Wochenplaner und da schreibe ich immer vorher rein, was in der Woche so ansteht. Strukturiere meine Woche halt gut durch, damit einfach kein Stress und keine Hektik entsteht. Und das hilft mir halt extrem. Ich verlinke dir auch einfach mal den Wochenplaner, den ich aktuell nutze. Vielleicht hilft er dir ja auch, damit du weniger Stress hast. Zweiter Tipp, Kälte bzw. Hitze vermeiden. Was meine ich damit? Zum Beispiel in den etwas kälteren Jahreszeiten hält man sich oftmals im Gebäude auf oder in Räumen auf, die halt sehr stark mit Heizungsluft geheizt werden. Das heißt, die Luft ist sehr trocken und diese trockene Heizungsluft, ja, die macht nicht nur unsere Schleimhäute zu schaffen, sondern auch unsere Kopfhaut und unsere Haut grundsätzlich. Und da muss man einfach ein bisschen darauf achten, wie das da dann mit Schuppen aussieht. Das gleiche gilt zum Beispiel für direkte Hitze, ja, im Sommer zum Beispiel, wenn die Sonne direkt auf deine Kopfhaut drauf scheint oder auf deinen Kopf drauf scheint, wie verhält sich da deine Kopfhaut? Andere Leute, die zum Beispiel eine andere Hautflora haben, die haben zum Beispiel im Winter Probleme mit ihrer Haut und da spielt die Hautflora so ein bisschen verrückt, was wiederum zu Schuppen führen kann. Heißt, man muss einfach beobachten, wie die Haut wann reagiert und dann dementsprechend reagieren. Heißt, wenn du zum Beispiel im Sommer Probleme hast mit direkter Sonneneinstrahlung, setz einfach eine Cappy auf. Oder wenn es bei dir zum Beispiel im Winter ist, dann solltest du einfach zum Beispiel feuchtigkeitsspendende Haarpflegeprodukte verwenden, damit du dem einfach ein bisschen entgegenwirken kannst. Ich habe zu Anfang gesagt, dass man gerade bei trockenen Schuppen darauf achten sollte, dass man die Kopfhaut nicht noch zusätzlich beansprucht bzw. der Kopfhaut nicht noch zusätzlich Feuchtigkeit entzieht. Das bedeutet natürlich auch, die Haare nicht direkter Hitze aussetzen. Was meine ich damit? Deine Haare zum Beispiel nicht direkt föhnen oder glätten, sondern zum Beispiel deine Haare einfach an der Luft trocknen lassen. Das gleiche gilt fürs Haare waschen. Nicht deine Haare mit zu heißem Wasser waschen, denn zu heißes Haare waschen, ja, das beansprucht deine Kopfhaut und deine Haare extrem und trocknet deine Kopfhaut aus, sondern versuch einfach mit lauwarmem Wasser deine Haare zu waschen oder mit kaltem Wasser. Das ist wesentlich besser. Vierter Tipp, richtige Haarpflege. Gerade wenn man ein Problem mit Schuppen hat, sollte man ganz genau darauf achten, was für Produkte man verwendet bei der Reinigung und bei der Pflege. Denn falsche Pflege und falsche Reinigungsprodukte können nämlich das Problem noch schlimmer machen. Ist die Kopfhaut nämlich zu trocken, muss sie von außen mit Feuchtigkeit versorgt werden, bis der schützende Lipidfilm wiederhergestellt ist.
Viele greifen an dieser Stelle nämlich fälschlicherweise zu diesen Anti-Schuppen-Shampoos. Die sind allerdings meistens relativ aggressiv bei trockenen Schuppen und gerade bei trockener und empfindlicher Kopfhaut kann das unter Umständen kontraproduktiv sein. Deshalb meine Empfehlung, eher auf milde und feuchtigkeitsspendende Shampoos zurückzugreifen, wenn du trockene Schuppen hast. Ich will nicht sagen, dass Anti-Schuppen-Shampoos nicht funktionieren, ganz im Gegenteil, ja. Wir sprechen aber heute über trockene Schuppen. Bei fettigen Schuppen sieht das ganze Thema schon wieder ein bisschen anders aus. Und auf jeden Fall hier an dieser Stelle dran denken, nicht zu oft die Haare waschen, denn auch zu häufiges Waschen beansprucht die Kopfhaut nämlich zu stark. Wenn du wissen möchtest, wie man richtig und korrekt deine Haare wäscht, dann check einfach mal dieses Video hier oben ab. Fünfter Tipp, gute Haarstyling-Produkte verwenden. Ebenfalls wie bei den Haarpflegeprodukten, du musst auch gute Haarstyling-Produkte verwenden. Gerade dann, wenn du Probleme mit Schuppen hast oder eine empfindliche Kopfhaut hast, ist es einfach super wichtig, dass du auch gute Styling-Produkte verwendest. Gerade dann, wenn du dir auch tagtäglich mit diesem Styling-Produkt deine Haare stylst. Meine klare Empfehlung, Finger weg von günstigen Haarstyling-Produkten aus der Drogerie und auch Finger weg von austrocknenden Haarstyling-Produkten, wie zum Beispiel Haarpuder oder Haarspray. Haarspray zum Beispiel, wenn du deine Haare tagtäglich mit Haarspray besprayst, dann verkleben ja deine Haare und nicht nur deine Haare, sondern auch deine Kopfhaut verklebt. Und du kannst natürlich vorstellen, gerade dann, wenn man Probleme mit Schuppen hat und dann auch noch die Kopfhaut verklebt, was passiert dann? Dann macht das Ganze einfach nur noch schlimmer. Ich verlinke euch logischerweise auch einige gute Produkte unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und allen da draußen, die jetzt gerade zum Beispiel unter Schuppen leiden, ich drücke euch die Daumen bei der Bekämpfung eurer Schuppen und wünsche euch allen da draußen auf jeden Fall schuppenfreies Haar.